werde mich dann mal an die Arbeit machen. Viel Vergnügen, Frau Agentureigentümerin. Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Aber das ist doch eine Formsache. Sobald ich bezahlt habe, komme ich hoch und schaue dir beim Arbeiten zu. Ich lieb's. Bis gleich. Ich komme gleich, okay. Ich würde sagen, es lohnt sich nicht. Und jetzt? Würde ich sagen, hörst du einfach mal damit auf, Isabel zu belästigen. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen. Wenn ich dich irgendwann nochmal in ihrer Nähe sehe. Ups. Soll das jetzt eine Drohung werden? Nein. Ein kleiner Tipp unter Freunden. Verschwinden. Am besten aus der Stadt. Alles klar. Und wenn ich denn doch bleibe? Du, das Frühstück hier ist wirklich klasse. Brötchen, Croissants, Kiwi, Melone, Erdbeer. Es wäre doch wirklich schade, wenn man das irgendwann nicht mehr kauen könnte, oder? Schönen Tag noch. Ja, ich löse dich gleich ab. Guten Hunger. Danke. Aber sieht ja so aus, als hättest du es endlich geschafft, bei Alexa zu landen. Naja, noch nicht so ganz. Ja, nachdem Uli jetzt out ist, habe ich dezent auf mich aufmerksam gemacht. Na, wie denn das? Ich kenne da so ein paar coole Typen aus der Clubszene. Also zu meiner Zeit konnte man 16-Jährige noch mit einem alten Cabrio beeindrucken. Immer noch besser als mit einem Gedicht, ne? Du meinst, ich sollte meine Taktik ändern? Nur wenn du mir was über deine Lady erzählst, dann gebe ich dir gerne ein paar Tipps. Ich fürchte, in dem Fall schaltest sogar du. Das wollen wir erstmal sehen. Komm, schieß los. Ah, Christian? Ich hab doch gesagt, ich löse dich gleich ab. Geschenkt. Nina hat gerade angerufen. Sie ist auf dem Weg hierher. Ach, das heißt, ich muss nicht für sie einspringen? Genau. Mal sehen, was Alexa sagt, wenn ich sie mit einem super Frühstück überrasche. Oliver? Ja? Kannst du mal was ausrichten, wenn er von seinem Termin zurückkommt? Klar, kein Problem. Sagst du bitte, dass ich im Schneiders auf ihn warte? Mach ich. Okay, danke. Bitte. So. Isabel! Falls du gekommen bist, um dich vor deiner Abreise nochmal zu entschuldigen, ist dir geschenkt. Schade, dass du das immer noch so siehst. Sag mal, was hast du erwartet? Du hast ja recht. Was ich getan habe, ist mit Worten nicht wieder gut zu machen. Verschwinde endlich. Das wäre dir gegenüber unfair. Ich würde dich ein zweites Mal im Stich lassen. Und das kann ich nicht. Deshalb habe ich beschlossen, mir hier ein Zimmer zu nehmen. Wie bitte? Ja, vielleicht haben wir eine Chance, wenn wir uns öfter sehen. Ich meine, vielleicht erkennst du dann, dass ich mich geändert habe. Du änderst dich nie. Ich liebe dich, Isabel. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.